Also, herzlich willkommen. Wir sind die Medien AG und würden Sie gerne interviewen zum Thema, wie Sie sich die Schule im 21. Jahrhundert vorstellen. Wie stellen Sie sich Lehrer im 21. Jahrhundert vor? Der Lehrer im 21. Jahrhundert sollte unbedingt offen sein. Er sollte sich stets weiterbilden, also gerade im Bereich der Digitalisierung, weil wir sehr viele Möglichkeiten haben, dort den Unterricht effektiver und anschaulicher zu machen. Und er sollte einfach ganz, ganz viel Spaß am Unterrichten haben. Denn dann haben die Kinder auch ganz viel Spaß. Tja, ich glaube, man nimmt den Lehrer als Moderator und Lernbegleiter. Das heißt, die Schüler bekommen ihre Aufgabe und versuchen, möglichst eigenständig und projektorientiert ihre Aufgaben umzusetzen. Und der Lehrer ist eigentlich nur noch ein Problemlöser, wenn die Schüler an gewisse Stellen kommen, wo sie nicht weiterkommen, wo er ihnen den entscheidenden Impuls geben kann, damit sie wieder selbstständig zum nächsten Schritt in der Arbeit kommen. Okay, Lehrer sollten nicht die ganze Zeit einfach nur den Stoff vorstellen, was der Schüler wissen muss und dann einfach nur so, ja okay, das musst du lernen und morgen schreiben wir einen Test. Sondern man muss eher so Projekte machen, mit den Schülern experimentieren, mit den Schülern extrem viele andere Sachen machen, außer nur einfach vorne stehen und einfach sagen, das musst du machen und Hausaufgabe bis morgen. Teachers in the 21st century, well, they're going to have to up their game a little bit. They're going to have to really get clued up with modern technology. Unfortunately, the children will always be one step ahead of the teachers, I think. And so the teachers have really got their work cut out.